Sechs Menschen sind bei einem Unfall auf der A3 zwischen Niedernhausen und Medenbach am Donnerstagabend verletzt worden. Gegen 18.30 Uhr durchbrach ein Sprinter, vermutlich aufgrund eines geplatzten Reifens, die Leitplanke und kollidierte mit einem PKW, der in die Gegenrichtung unterwegs war. Also nach derzeitigem Erkenntnisstand ist bei dem Transporter der hintere rechte Reifen geplatzt. Dadurch kam er ins Schleudern, hat dann augenscheinlich noch ein weiteres Fahrzeug berührt und ist im weiteren Verlauf in die Leitplanke reingefahren. Aufgrund einer Baustelle in diesem Autobahnabschnitt handelte es sich um eine provisorische Leitplanke. Bei den Verletzten handelte es sich um die vier Insassen des Sprinters und die zwei Insassen des PKWs. Die Insassen des Sprinters mussten von der Feuerwehr aus den Trümmern ihres Fahrzeuges herausgeschnitten werden. Ja, es waren drei Personen im vorderen Bereich des Fahrzeuges eingeschlossen und eine weitere Person im Heckbereich des Fahrzeuges, also in so einer Transportbox. Drei Fahrspuren mussten gesperrt werden. Der Verkehr staute sich in beide Richtungen über 12 Kilometer.